Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Ich könnte schon sehen, beziehungsweise könnt ihr nicht, weil auf der Seite ist wahrscheinlich der Bildschirm. Aber heute werden wir ein paar Hagiyamas entwickeln, beziehungsweise Makuhitas. Und dann, ja, und dann schauen wir mal. Also, Number, so. Ich habe ein paar während der Purge gefangen, auf Level 35. Einen habe ich mir schon gemacht, aber der war relativ low. Da habe ich einfach mein erstes 100er Makuhita entwickelt. So, und zwar der hier, 2 Stahlattacken bekommen. Und 1106, ich habe sogar einen Wilden gefangen, der über 2000 hatte. Hier, 35, 2, die sind krank. Und dann ein, wahrscheinlich 33er, den werde ich auch entwickeln. Und dann vergleichen wir ein paar Statistiken mit Machumai. Und heute oder morgen teste ich den auch in ein paar Arena-Kämpfen aus. Dann gebe ich euch ein Feedback, wie der so ist, was der kann, im Vergleich zu Machumai. Weil ich habe zwar 6 gemaxte Machumai oder noch 6 mittlere Machumai, sind halt 12, aber trotzdem reichen die nicht. Also die sterben halt immer und Tränke und Beleber momentan, ach, dieser Scheißbug. Tränke und Beleber momentan, ihr wisst, Mangelware. Sprich, je mehr Kampf-Pokémon, desto besser. Also auch wenn er ein bisschen schlechter ist als Machumai. Übrigens 2568 direkt. Also auch wenn er schlechter ist als Machumai. Kampf-Pokémon kann ich auf jeden Fall immer gebrauchen. Beim Arena zerstören und Arena machen. So. Beim letzten Mal habe ich nicht ganz aufgepasst. Diesmal passen wir ein bisschen besser auf. Der andere hat Close Combat bekommen. Bam. Erinnert mich irgendwie an Hawaii. Dynamic Punch, das ist schon mal gut. Bullet Punch nicht, das müssen wir ändern. Okay. Und wieder oben gelandet. Niantic, please. Ne, das passt. Nur runterscrollen muss ich. Okay. Und der dritte. Ja, den vierten können wir eigentlich auch machen, aber. Beziehungsweise das wäre der fünfte. Dann könnte ich theoretisch auch eine 6-Mann Hariyama-Armee machen, so wie Machumai. Aber das reicht hier erstmal. Der 33er. Schauen wir mal. Ich überlege gerade, ob ich die auf Max pushen soll, die 3, aber ich glaube nicht, dass es notwendig ist. 35 reicht erstmal. Da kann man eigentlich auch die Stärke sehen. Oh, Counter Dynamic Punch, der ist perfekt geworden. Oh, bam. Okay. Wieder runter scrollen. So. Das sind meine 3 beziehungsweise 4 Hariyamas. Den vierten zähle ich jetzt mal nicht mit. Den kann man auf jeden Fall so schon kämpfen, also ich glaube nicht, dass ich die Max pushen muss. Also ich kann theoretisch einen auf Max pushen, weil einen mache ich sowieso. Ja, erstmal die TMs. So. Also hier habe ich die Moves angeschaut. Der kann zum Glück noch nicht so viele. Also die Liste bei Machumai ist übertrieben lang. Okay, hier. Er kann Counter und Bullet Punch. Dynamic Punch, also Wuchtschlag, Nahkampf und Heavy Slam. Rambos heißt es, ist es, glaube ich. 2 Kampfattacken und eine Stahlattacke. Dabei Wuchtschlag auf jeden Fall die beste. So. Ari. Irgendeiner von denen. Counter, nein. Bullet Punch, ja. Und Counter, okay. Und dann noch ein großes TM für den anderen. Der Nahkampf bekommen hat. So. Close Combat, genau. Und hoffentlich haben wir Glück. Nein, natürlich nicht. Dynamic Punch, nee, das ist er nicht. Heavy Slam weg und. Dynamic Punch, ja. Nur 2 Versuche, top. Dann habe ich jetzt 3 gute. Mit denen kann ich ein bisschen kämpfen. Und dann fangen wir hier noch ein Pfiffchen. Und dann überlege ich mir. So, ich habe es mir überlegt. Ich werde die 3 erstmal nicht auf Max pushen. Bin gerade wieder im Sternstaub-Sparmodus. Vielleicht setze ich mein Ziel, die 10 Millionen zu knacken. Jetzt mit den ganzen Sternstücken und Inkubatoren ist das nicht unmöglich. Und momentan gibt es eh allgemein mehr Staub. Durch die ganzen Wetterbonus-Pokémon und Pikachu und Botugel mit Geschenk. Die bringen auch extra Staub. Auf jeden Fall schauen wir uns mal die Statistiken an. Versucht das hier links und rechts einzublenden.
Der Vergleich zwischen Hariyama und Machomai. Attack 209 bei Hariyama und bei Machomai 234. Defense 162 bei Machomai, was eigentlich nicht so relevant ist. Und bei Hariyama nur 114. Also 2-0 für Machomai. Und jetzt Stamina, also KP 288. Der ist sogar auf Platz 7. Das ist nicht schlecht für Hariyama. Und Machomai nur 1,80. Was halt über 100 weniger ist, was schon krass ist. Sprich, den könnte man eher in Arenen setzen. Der ist sogar auf Rang 7, das überrascht mich. Also wahrscheinlich den eher in Arenen als Verteidiger und Machomai dafür als Angreifer. Aber wie gesagt, das werde ich demnächst noch ein bisschen austesten. Bisschen rumkämpfen mit den Hariyamas. Und dann gebe ich euch mein Feedback dazu. Also das war's von mir erstmal. Heute ein kurzes Video. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr von Hariyama haltet. Wie findet ihr den so? Benutzt ihr den oft? Kämpft ihr viel mit dem? Oder stellt ihr den lieber in die Arenen? Und ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.